Push it to the limits. Nein. Das war Klassiker, Film. Irgendwie, ja. Scarface, ne? Aber gut. Ein Tiger sind wir ja auch hier, ne? Das Herz des Tigers. Insofern passt das ja gar nicht mal so schlecht. Und Katzen mal anders haben wir ja auch, ne? So, jetzt wollte ich nochmal hier gucken, weil wenn man woanders jemanden getroffen hat, trifft man danach nicht mal woanders dann den anderen. Ja, schöner Zungenbrecher. Ja, gehen wir auf Katzenjagd. Katzen mal anders auf YouTube, nicht wahr? Können wir uns an die Arbeit machen? Ich bin soweit. Ein konföderierten Ziviltransportschiff ist im Orsini-Gebiet unterwegs. Es benötigt Begleitung. Insbesondere, da uns die Abwehr gemeldet hat, dass die Kilowathi eine neue und gut getarnte Rakete testen wollen. Die Konföderierten haben diese neue Waffe Skipper getauft, weil die Rakete alle paar Sekunden hinter ihrer Tarnung verschwindet und dann wieder zum Vorschein kommt, um mit ihrem Ziel in Verbindung zu bleiben. Man kann sie also immer nur für ein paar Sekunden orten. Hier steht also das Leben von Privatpersonen auf dem Spiel. Ich gebe mein Bestes, Captain. Davon bin ich überzeugt. Ich hasse diese Mission. Tja, das sind also unsere Einsatzziele. Hopp. In der Hoffnung, dass er auf mich hört, probieren wir sie mal aus. Flint, ich will, dass Sie diesmal neben mir fliegen. Wegtreten. Womit fliegen wir? Ja, ist keine schlechte Idee mit diesem Skipper-Scheiß, Mister. Wir müssen schnell sein. Zack, haben wir gesehen. Sie können jetzt starten, Kanoe. Ja. Aber nochmal ziehen wir uns diese Animationen da nicht rein. Geht's. Der Weihnachtsmann ist im Anmarsch. Ja, das glauben viele heutzutage noch an den Weihnachtsmann. Lösen und angreifen! Ich greife jetzt ein. Schmeiß doch ihre Raketen raus wie Maniac, das ist doch scheiße. Ja, ja. Weniger. Und noch einer weniger. Mein Ziel ist zerstört. Sehr schön. Rocky weniger. Den haben sie echt fertig gemacht. Ich mach sie alle fertig, Kleines. Oh, die fressen ein paar mehr hier. Das ist ein Schwierigkeitsgrad. Hörst du auf mich zu schießen, du Armleuchter? Ja. Ich habe Schande über mein Volk gebracht. Boah, das ist ja aber verschluckt. Ein Kilrassi weniger, sagt sie ja. Naja, DOS-Box. Aber was will man machen? Dass das überhaupt auf so einer modernen, mittlerweile Windows 10 Schraube noch so gut läuft, ist ja auch schon mal echt eine tolle Sache, ne? Autopilot nicht gestattet? Oh nee, ne? Sagt, dass das nicht wahr ist. Ah, okay. Es hat nur wieder diese konfigurierten, wir sind ja die konfigurierten Dings für, ne? Eskortenkurs bestätigt, tralala, ja. Ab geht's. Wollte schon gerade sagen, da ist doch jetzt nicht wieder so eine Skipper schon unterwegs und macht das Ding schon gleich in den Eimer, ja, oder was? Der Weihnachtsmann ist im Anmarsch. Ja, dann. Greifen genau. Sie mein Ziel an! Verstanden, ja. Mach sie kalt, bevor sie die Skipper losschicken, aber ich glaube, eine schicken sie auf jeden Fall raus und da muss ich drauf.
Da gibt's nichts. Immer schön mit T den Target wechseln, dass man sie dann noch sieht. Ah, scheiße. Da ist schon die erste. Oh Mann. Verzieh dich. Scheiße. War so gerade, ne? Kacke. Und dafür ist der Arrow und der ganz gut. Ah, klasse. Ach, nö. Erstmal hasse ich diese Mission wie die Pest und natürlich muss ich mir im Let's Play mich jetzt auch noch killen. Scheiße. Da kriegst du einen zu viel. So ein Murks. Das macht so keinen Spaß. Echt nicht. Und nochmal den Salat. Der Weihnachtsmann ist im Anmarsch. Jupp. Lösen und angreifen! Ich greife jetzt ein. Es wird ein bisschen härter, der Kampf. Ich versuche das nochmal auf denselben Schwierigkeitsgrad und sonst setzen wir dann zu gehen. Paket in den Rücken. Sie haben sie echt fertig gemacht. Ich mach sie alle fertig. Ich mach sie alle fertig. Weniger. Guck mal hier. Sie haben sie echt fertig gemacht. Katzenjagen. Aber so richtig vom Feinsten. Ich weniger. Ach, shit, ey. Aber Raketen aufsparen bringt eh nichts, weil man kriegt diese Skipper-Dinger eh nicht mit den Rockets hier. Schöne Scheiße. Den haben wir echt fertig gemacht. Wie sagt er so schön bei Scarface, kratz ab. Kratz ab. Guck dich jetzt an, du dummer Furz. Der Weihnachtsmann ist im Anmarsch. Auf, greifen Sie mein Ziel an. Sofort. Verstanden, ja. Da gibt's nix. Gleich Rakete drauf, Feierabend. Alles, was ich hab. Ja, geht auch mal ohne Target und den Kram. Ja. Müssen das ein bisschen offensiver machen, ja? Ah, Mann. Ich sehe sie doch auf dem Radar. Komm schon. Wo ist sie? Sich nur. Wie sieht's aus? System ist funktionstüchtig. Ein Kilorathi weniger. In der Hoffnung, dass da keiner unterwegs ist, im Moment abwarten. Ja, das sieht gut aus. Ich glaube, ich hab's geschafft. Man sagt zu. Verpiss dich. Wie sieht's aus? Keine Probleme. Jo, dann schnell weg hier.
Wenn jetzt noch so ein Träger kommt, dann bin ich geliefert. Ich habe keine Raketen mehr. Hier ist nichts. Gleich weiter. Der Weihnachtsmann ist im Anmarsch. Ja. Lösen und angreifen! Ich greife jetzt ein. Das ist halb so wild hier. Zeigen wir den Katzen nochmal, wie es richtig schön morschlig warm ist. Ja, wenn ihr verbrennt. Über mein Volk gebracht. Ein Kill Raffi weniger. Genau. Sofort an meiner Flanke formieren. Verstanden, ja. Der Abschuss gehört mir. Du hast mir zu gebrauchen. Die greife ich mir auch. Mach sie alle fertig, Baby. Oh, muss wieder. Kommt nichts rum hier aus der Weapon. Den haben wir fertig gemacht. Feierabend. Da ist doch schon der Jump Point. Nein, dann ist es doch schon so gut wie erledigt. Wie sieht's aus? Keine Probleme. Dasselbe quasi nochmal wie zuvor, nur ein bisschen schwieriger. Ja. Danke für den Begleitschutz. Ah, ja, aber. Komm, gehen wir auf den Sack. Jump-Sequenz 1. Verpiss euch. Einsatzkrise erwartet. Junge, 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 Junge. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Gute Neuigkeiten, Sir. Nach Ihrer Landung machen wir einen Ausflug nach Tamayo, was angeblich noch nicht katzenfrei ist. Außerdem sollen wir die Excalibur-Testflüge durchführen. Toll, nicht wahr? Jo. Das wäre jetzt mal normalerweise aus der Erinnerung raus, wäre das schon hier, bitte legen Sie CD3 ein. Hat das Spiel echt schon zur Hälfte durchgespielt? Nee. Was? Gebabbel. Jetzt gibt's neuen Stuff. Ziemlich heißer Flugstil. Diese Pappnase. Ah, Colonel. Wo geht's zur Brücke? Die Konföderierten erwarten meinen Flugbericht. Ich habe die Funksprüche gehört, die reingekommen sind. Seit wann haben Sie Flash als Spitznamen? Seit meinem ersten Akademietag. Ich finde, man muss sich nicht dafür entschuldigen, dass man Stil hat. Der Vogel ist noch Geheimsache, Freunde. Können Sie Ihre Leute ein Weilchen davon fernhalten, Colonel? Christopher Blair. Über sie habe ich mal was gelesen, aber das ist schon ewig her. Stimmt's, dass Piloten nicht alt werden, sondern besser? Der Kleine ist ein Klugscheißer. Ja. Merkt man doch wohl sofort. Nur die guten Piloten. Warten wir es ab, ob man auch mal was über sie lesen kann. Bäm in die Fresse und er guckt doof. Ja. Herr Studiosus. Junge, 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 Junge. Was für eine Pfeife. Tch.
Man sollte den Kerl erschießen, wenn du mich fragst. Oder wenigstens beim nächsten Flug an meinen Düsen befestigen. Maniac, deine Lösungsvorschläge sind wie immer konfus. Wie du ja weißt, ergreife ich jede Gelegenheit zu fliegen. Ich bin verrückt danach. Irgendwann werden die meine Leiche aus dem Cockpit kratzen müssen. Hör auf damit. Du weißt doch, dass Eigenlob nur stinkt. Unser Colonel wird ihn schon zur Raison bringen. Ach was, unser Colonel hat weniger Mut als eine... An ihrer Stelle würde ich diesen Satz nicht beenden. Major. Wir haben nur ein paar Spekulationen über den neuen Kampfpiloten angestellt, Sir. Aha. Sie haben recht. Immer schön nach Vorschrift. Sie haben recht. Ja, eigentlich hat er ja recht, der Spinner. Wir werden bald herausgefunden haben, wie viel dieser Angeber Flash wirklich taugt. Das garantiere ich Ihnen. Du findest das wohl lustig. Und Flint feiert. Naja. Wenn Sie mir nur nicht immer diese Schlaumeier von der Akademie schicken würden. Jugend und Weisheit sind zwei Dinge, die sich widersprechen, Captain. Es ist immer noch Ihr Schiff, Captain. Sein direkter Vorgesetzter ist Admiral Tolvin. Colonel, wir werden angegriffen. Flugzeuge startklar machen. Ja, geil. Achtung, höchste Alarmstufe. Alle Flieger sofort startklar machen. Alle Flieger sofort startklar machen. Das ist keine Übung. Radio Rollins, das katzenfreie Tamayo-System. Aha. Okay, so eine Sequenz ist jetzt mal ein bisschen anders. Es geht alles ein bisschen schneller bei solchen Parts der Geschichte. Sie können jetzt starten, Colonel. Jetzt geht's rund. Ja. Einer muss mir helfen. Normalerweise, wenn man sein Raumschiff vorher nur einstellt und nicht so schnell rausgeflogen wäre wie ich, dann würde er sterben, Mitchell. Auf Nummer 2 erreichbar. Wie sieht's aus? Nicht einmal ein Kratzer. Ja, das sagt er jetzt. Ich sterbe. Wow. Noch mehr Katzenstreu. Heute bin ich gut drauf. Noch mehr Katzenstreu. Heute bin ich gut drauf. Was auch ganz toll ist an dem Spiel, das verkörpert nämlich so ein bisschen in Story die pure Wahrheit, dass Krieg scheiße ist. Noch mehr Katzenstreu, heute bin ich gut drauf. Man sieht ja, was hier passiert. Meiner Station wäre mitgegeben, weil die Raketen da reingekommen sind. Noch mehr Katzenstreu. Heute bin ich gut drauf. Ach, halt doch mal die Fresse, Junge. Du bist so scheißen dämlich, ey. Die sind jetzt wichtig, ja. Captain. Die hauen Torpedos und Raketen auf unsere Hauptschiffe. Und gleich die nächsten hinterher. Noch mehr Katzenstreu. Heute bin ich gut drauf. Kacke. Ah, mal gucken, wie lange ich das aushalte auf dem Schwierigkeitsgrad, weil langsam fängt es echt an zu nerven.
Yeah. Geh doch mal kaputt. Alter Schwede, ich folg's da voll rein und geht einfach nicht kaputt, wa? Noch mehr Katzenstreu. Nein. Heute bin ich gut drauf. Einsatzziele erreicht. So. Wie sieht's aus? Nicht einmal ein Kratzer. War ich in der Tat schnell genug. Normalerweise kommt noch eine Videosequenz. Ich sterbe. Und dann geht er hoch. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Sieht aus, als wäre es hier doch nicht so friedlich, wie die Konföderierten sagen. Mann, die lügen vielleicht. Sie können jetzt landen. Ach übrigens, Colonel, angeblich haben wir die beste Kampfmaschine der ganzen Galaxie an Bord. Doch die setzt nur Staub an, Sir. Unser Superheld Flash drückt sich vor den Nahkämpfen, wo er nur kann. Diese Flasche. Ja, die Videosequenzen nehmen wir noch mit, bevor ich den Part beende und die nächste, ne? Ich speichere hier vorher mal ab für den Fall der Fälle. Was tun Sie hier zum Teufel? Ich versuche etwas zu schlafen, Sir. Heißt das, dass Sie den Alarm nicht gehört haben? Doch, davon wurde ich kurz wach. Verflucht nochmal, wir sind angegriffen worden, Flash! Ich bin viel zu viel wert, um in diesen Gefechten verheizt zu werden. Aber viele Piloten sind jetzt tot, Sie Schwein, Sie Mieses! Wir sind im Krieg, da müssen viele sterben. Sie haben das nie gesehen, habe ich recht? Was gesehen? Na, gesehen, wie Piloten, Menschen, die Sie gekannt haben, in Ihrem Cockpit verbrannt sind. Ich leiste meinen Beitrag für die Konföderierten. Ich glaube nicht, dass ich jemanden kenne, der so viel Angst hat wie Sie. Glauben Sie, was Sie wollen. Ich habe meine Befehle. Ja. Dank dieser Ausrede können Sie sich vor den Einsätzen drücken, Sie Feigling. Tja. Hättest dich Flasche nennen sollen, nicht Flash. Ich glaube, du hast das T vergessen irgendwie in deinem Namen, oder? Kann das sein? Achso, er steht ja noch gar nicht hier drauf. Man kann das ja noch gar nicht sehen, wie er geschrieben wird. Naja. Diese Excalibur ist ein tolles Schiff. Bitte. Aber wie ich mir schon dachte, der Pilot ist ein pedantischer Idiot. Lässt er Sie das Schiff nicht anfassen? Ich kann mit diesen Händen jeden Motor dazu bringen, dass er besser funktioniert. Natürlich, etwas Pflege schadet nie. Mag sein, dass er mich jetzt nicht braucht, aber irgendwann muss er bestimmt eine alte Schrottmühle fliegen und dann werden wir ja sehen, wie er angekrochen kommt. Würden Sie gern einen Ausflug mit der Excalibur machen? Wenn Sie zum richtigen Zeitpunkt vorbeikommen, könnte rein zufällig der Zündschlüssel stecken. Junge, das Schiff würde ich gern fliegen. Bloß keinen Ärger einhandeln. Junge, das Schiff würde ich gern fliegen. Ja, aber hallo. Ich habe schon lange keine heimlichen Spritztouren mehr gemacht. Na, dann wird es ja wieder Zeit. Excalibur, Baby. Excalibur. Wie es wirklich weitergeht. Im nächsten Part. Ciao.